Ich habe halt noch so eine Midlanerin in der Mitte. Die. So, RIP! Ne? Wer mir hier auf den Sack geht in der Lane, der muss kassieren. Tag zusammen, hier ist wieder Ben. Ein neuer Patch ist draußen und damit wurden ein paar Champions gebufft. Und einer dabei extrem, wie ich finde. Weil, Brand hat schon vorher ziemlich viel Schaden austeilen können, weil sein ganzes Kit hat nur Schadenspells. Ne, da ist nichts anderes bei, was einem Schilde gibt oder irgendwelche Blink-Abilities hier, was weiß ich. Die machen alle Schaden. Und sein Passiv hat vorher 2% Damage gemacht und jetzt macht er 4% Damage der maximalen HP als Magieschaden über 4 Sekunden und das ist knackig. So, könnt ihr bitte nicht sterben. Vorsicht, die sind da drinne. Okay, wir tauschen einfach mal kurz und werde jetzt einmal kurz recallen, damit ich mich wieder hochheilen kann. Ja, die wollen jetzt hier ein Long Range Spear machen oder sowas. Nee. Ich kann recallen. Von daher passt das. Okay, wir haben nur ein bisschen Schaden getauscht. So, ist wie gesagt angestiegen auf 4%, was crazy ist. Ich meine, das stackt, das heißt, ihr habt nach 3 Spells, da explodiert ja erstmal der Gegner und macht 12% Damage als maximal von dem maximalen HP der Gegner. Das ist heftig. Oh mein Gott, und an seinen AP-Ratios hat sich nichts geändert. Ne, die sind nicht irgendwie angepasst worden, weniger oder sowas, sondern die sind eigentlich immer noch knackig geblieben. Und nur sein Passiv ist jetzt halt mächtig geworden. Ich könnte sogar fast sagen, dass Brand den mächtigsten Passiv im Game hat. Zumindest was Schaden angeht. Ja, ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben mal Top-Lane-Gangplan gegen unsere Camille nebenbei im Jungle Nidalee Sion. Midlane Talia. Und dann noch Caitlyn Thresh gegen Tristana und Janna. So, ich muss hier jetzt ein bisschen weniger mich konzentrieren aufs Kommentieren, weil ich hier gerade auf den Sack kriege. Deswegen. Oh Gott, ey. Okay, ich kriege hier gerade ziemlich auf den Sack. Zumindest werde ich hier gerade runtergepusht und am Tower und verliere so CS. Ah, sie will damit antworten. Mit ihrem Damage. Gut, aber jetzt bin ich auch Level 3. Sprich, ich kann jetzt eigentlich auch gut rausstellen. Nimm lieber mal eine Potion. Und ich lasse sie mal kurz ein bisschen pushen, ruhig. Das ist nicht das Problem. Sie hat ja hier noch. So, jetzt explodier erstmal, Tante. So. Und meine Spells haben ordentlich Damage gemacht. Er hat getroffen. Vielleicht hätte ich sogar den Kill holen können, wenn ich da reingeflasht bin. Wäre. Aber, ich habe halt noch so eine Midlanerin in der Mitte. Die ist jetzt tot. So, RIP! Ne? Wer mir hier auf den Sack geht in der Lane, der muss kassieren. Und der. Holy shit, ey! Fast hätte mich der Speer da getroffen. Ah, ist okay. Ich kann dir noch durchaus eine weitere Wave mitnehmen. Nee. So einfach werde ich nicht von einem Speer getroffen. Glaub mal. Dran, meine liebe Nidalee. So. Wird jetzt Zeit zum Recallen. Ich kann mir nämlich jetzt das erste Item leisten. Ich werde auf Morello gehen in dem Game. Ich werde jetzt Morello bauen, damit ich richtig viele cool oder richtig schönes Cooldown Reduction habe in meinem Kit. Und Cooldown Reduction, dass ich Mana habe. Und Cooldown Reduction natürlich, dass ich meine Spells noch besser schmeißen kann. Ja, der Sion im Jungle, der kriegt gerade ein bisschen auf den Sack. Geht mit Aftershock und Inspiration. Das ist aber sehr interessant. Wie ich finde. Ein sehr interessantes Kit. Ach gut, noch die Minions mitgenommen. Hier fehlt einer in der Mitte nebenbei. So, das Minion darf sich bitte nicht bewegen. Und dann passt er da auch. So. Immerhin habe ich einen Solo-Kill bei Talia gemacht. Das gibt mir
vernünftiges Geld zumindest. Und Gangplank hat es auch zerrissen. Ja, 4-2. Immerhin habe ich den Kill da gemacht. Die ist nervig, die Tante. Wie sie da die ganze Zeit mit ihrem Felsen rumwirft. Ist schon ein bisschen widerlich. Ne, deswegen immer schön hier auf diesen schon benutzten. Echt jetzt? Die. Wisst ihr, was ich jetzt meine mit Brand? Selbst wenn ein Supporter aus der anderen Lane kommt, ist Brand scheißegal gerade. Er zerruppt trotzdem beide. Was heißt beide? Aber wenn er noch geblieben wäre und ich wäre Level 6 gewesen, dann hätte er einpacken können. Und ich kann jetzt noch die Wave hier pushen. Ja, ich glaube, die werde ich noch rauspushen. Ist zwar jetzt ein bisschen sehr greedy, aber ich gehe einfach davon aus, dass ich das hier machen kann. Ne, jetzt gehe ich. Ja, das ist die Power von Brand 2.0, jetzt mit dem neuen Patch. 4% Damage auf seinem Passiv, was die Gegner katastrophal zerreißt. Ne? Haben wir gerade einmal in Aktion gesehen. So, und dementsprechend wollen wir natürlich auch die Power ausbauen, indem wir Morello halt haben und dann öfter diese Sachen casten können. Ein anderer Bild dabei wäre auch Rod of Ages zu gehen. Damit hätte man einen richtig netten HP-Pool auch. Hat aber halt nicht so viel Cooldown Reduction. Und ich finde, wenn man im Teamfight viele Spells rausknallen kann, ist das doch eine richtig schöne Sache. Ah, die kriege ich nicht. Schade. Eine richtig schöne Sache. Und an der kann man durchaus arbeiten. So, Sion, du holst immer den Blue Buff einfach selbst. Ich brauche den gerade nicht. Ich habe hier eigentlich die Tante. So, immerhin kann ich so Wave clearen. Oh, was geht denn da ab? Ne, da gehe ich nicht rüber. Ich weiß, dass hier keine Vision ist. Aber ich joine der Party. Bye bye. Ja, Brand. Ja. War das nötig, dass er gebufft werden musste? Eigentlich ja. Weil dafür sieht man ihn zu selten. Aber der hat ja schon letzten Patch Buff bekommen, dass er halt Mana wieder bekommt. Nachdem er einen Minion gekillt hat. Und jetzt zerreiße ich hier gerade aktuell einfach mal alles. Ach, schade. Bye bye. Ja, ich glaube, die Talia kann einpacken. Auch wenn die ein paar mehr CS gerade hat als ich, habe ich dann doch die Kills auf meiner Seite. Und die machen mich dann doch ein bisschen stärker. Ich habe auch noch mein Hourglass. Proc, also meine Stopwatch. Und vor allem, ich habe jetzt mein Item. Und habe noch Boots umsonst bekommen. Ah, herrlich. Herrlich, was man nicht alles hier gerade bekommt. Komm dazu. Sofort Instant Flash. Ja. Dafür flash ich auch gerne. Für einen Kill. Für einen Kill flash ich doch immer gerne. Oh, Blue Buff vor allem auch noch. Das heißt, ich brauche sogar gar nicht jetzt gerade in die Basis zu gehen, weil ich kann jetzt noch diese Wave hier mitnehmen. Und kann jetzt recallen. So, danke. Das heißt, ich habe jede Menge Gold gerade am Start. Die Midlane fehlt nebenbei. Aber ich werde dann doch jetzt mal endlich mal shoppen gehen. Also Brand kann ich nur sagen. Und ich mache auch noch ein extra Video davon. Welche Champions, das kommt glaube ich morgen oder übermorgen. Welche Champions richtig gut sind, um halt mit der neuen Ranked Season, die ja in einer Woche losgeht, durchzustarten. Ne? Und da wird der kommen. Ich meine, Brand in der Midlane oder auch als Supporter.
Ihr braucht ja als Supporter gar nicht viel Schaden zu haben oder viele Items und ihr macht trotzdem diesen festen Prozentualwert. Der wird ja auch nicht weniger und prozentualer Schaden wird immer gut sein im Game. Wird immer gut sein. Gib mal bitte noch meinen Cannon Minion. Ja, ich weiß, dass hier gerade Party Hard ist. Aber prozentualer Schaden ist halt immer gut und deswegen war er halt auch so als Supporter beliebt, weil er diesen extrem. Was sind das hier für Dodging Skills? Ich will den mal machen hier. Gut. Immerhin sind 70 Goldstücke. Okay, Flash, bye bye. Saubär. Und ich kann jetzt hier ein bisschen noch weiter rumlatschen. Ich kann auch aggressiv spielen eigentlich. Na, okay, jetzt ein bisschen weniger. Weil jetzt hier zwei in der Midlane sind, muss ich mich adaptieren, muss ich mich anpassen mit meinem Spielstil. Ah. Ja, ich kriege schon die Minions in der Backline mit einem Spell weg. Oh, schade, es war geboostet. Okay, der Thresh geht da lang, aber ich komme dazu. Ich bin dabei. Und glaub mal, wir sind unfassbar stark. Feuer ihn hier! Bye bye! Boom! Was will Nidalee hier? Ich meine, was machst du hier? My team is trash. Da geht schon wieder los. Let the flames begin! Da einfach hier noch ein bisschen. Oh, hat getroffen! Oh, es hat getroffen sogar. Oh, Hallöchen! Hat sogar getroffen. Ja, wir räumen hier gerade extremst auf. Also die Gegner können einpacken. Ich bin gerade so stark. Ich kann roamen, wie ich will. Ich kann meinen Schaden ausspielen, wie ich es möchte. Und werde dafür nicht gepunished oder sowas. Die Tante ist jetzt beim Red Buff. Und ich werde jetzt auf Liandry und Rylee's Crystal Scepter als nächstes gehen. Denn das ist auch wieder eine Combo. Die ist auch auf Brand halt richtig GG. Na, ihr macht halt nur mit euren Spells Damage. Toll. Ich komme dazu. Er hätte immer noch seine Frucht essen können. Und wäre dann dementsprechend weggekommen. Deswegen wollte ich einmal kurz warten, wo er hingeht. Bevor ich meinen Stun daraus knall. Das ist eine interessante Ward, die du da hingesetzt hast, Talia. Eine wirklich interessante Ward. Aber wenn sie mir Geld schenken will, dann nehme ich das an. Ich meine, das sind 10 Goldstücke. Immer her damit. Seid ihr sicher, dass ihr hier bleiben wollt? Ah, ihr wollt mir also Schaden machen. Das ist aber nett hier. Das ist aber nicht so nett. Dann gehe ich doch dahin. Hier eine Ward hinsetzen. Das ist frech. Machen wir das so. Okay, wenn die jetzt offensiv reingehen, dann zerreiße ich hier in der Luft. Ich meine, ihr habt das gesehen, wie es 2 gegen 1 schon abging. Ah, verdammt. Ah, ich habe Blue Buff, ich kann ein bisschen mit meinen Spells hantieren. Und ich farm, glaube ich, auch ganz gut. Na, 110. Ja, bin wie mit der Talia auf dem gleichen Level. Und der Midlane fehlt jetzt einiges. Ich kann jetzt auch schon wieder das nächste Item kaufen. Aber noch habe ich meinen Blue Buff. Was sind das hier für Plays von ihr? Was willst du mir damit sagen, Caitlyn? Ah, schade. Okay, dann rotiere ich noch rum und
hol mir alles ab, was da oben übrig bleibt. Fuck. Und das war schlecht gespielt. Da wurde ich niedergeordert und hätte mein Hourglass noch benutzen können und meine Spells besser. Da habe ich wie ein Bonobo einfach daneben geballert. Ah, das war schlecht. Das nehme ich auf meine Kappe. Das war schlecht gespielt. So, brauche ich prozentualen Schaden hier gerade? Eigentlich nicht, weil da sind nicht wirklich Tanks bei. Also gehe ich auf CC. Und das bringt mir mein Riley's Crystal Chapter. Sehr schön. Ist natürlich nur... Der Kill ist natürlich nur durchgegangen, weil ich sie schon von vornherein rangepokt habe. Na, so runter. Aber ich gebe zu, das war eben ganz schön bad gespielt. Hatte ich auch wenig Vision gehabt. Wusste nicht, wo geht sie hin? Links, rechts, links, rechts. Und ich glaube, dass sie Vision hatte über den Bereich. Ah. Ja, ja. Wir können auch eigentlich mal Dragon machen. Sollten wir eigentlich mal machen. Ich meine, letztendlich ist das schon durchaus nützlich für uns, weil wir gerade führen. Und wir so unseren Vorsprung noch weiter ausbauen können. Okay, ich kann mir auch schon das Item gleich leisten. Das ist sehr geil. Damit kriege ich dann auch noch einen schönen Slow auf meinen Spell rauf. Ja, die wissen halt nicht, wo ich bin. Und Ignite und mein Eri fliegt auch noch hinterher. Aber er hat es überlebt. Wie auch immer er das überlebt hat. Er hat es getan. Gut, nichtsdestotrotz können wir jetzt hier noch weiter nach vorne gehen. Oh ja, da finde ich aber interessant, dass du da stehen bleibst. Ja, das ist er verbrannt. Weil 4% Damage ist nicht wenig. Es waren sogar 8, ne, weil er, weil das zweimal was geschluckt hat. Das heißt, 8% maximal HP weg. So. Riley am Start. Ich werde nochmal eine Pink Ward kaufen und dann werde ich auch noch ein bisschen Vision von den Gegnern vernichten. Weil wenn die keine Vision haben, ja, das ist gute Nacht, dann fliegen meine Spells denen in die Gesichter. So, und mit Riley's Crystal Scepter rennen die jetzt auch langsamer, vor allem richtig langsam. Das heißt, dass dadurch, dass ich halt nur Spells habe, die Schaden verursachen, sind sie halt kontinuierlich verlangsamt. Und die Brennung. Oh, sauber. Das ist schon mal ein bisschen Schaden. So, ich werde hier eine Ward hinsetzen. Dass hier zumindest ein bisschen weniger Vision ist für die Gegner. Lass uns mal Drachen machen. Wäre zumindest sehr nice. So, den kann ich hier locker solo machen. Die doppelte Pink Ward. Nur dafür, dass wir auch wirklich die Vision darüber haben. Ja, ist auch okay. Roman ein bisschen besser. Ist schon ganz vernünftig. Das ist gerade... Bye-bye! Dieser Ulti von Gangplank! Mann! Dieser lamehafte Ulti, der einfach nur gecastet wird. Und, ja, diesen letzten Schaden machen soll. Ich meine, ich wäre nicht gestorben, weil ich Barrier hatte und ich konnte sie reinpoken, reinbaiten. Und der Gangplank kommt da trotzdem noch mit seiner Misere.
Gut, aber auch den werden wir niederfackeln. Wartet ab. So, das heißt, wir bauen erstmal ein bisschen mehr AP, weil Liandris, das kann ich mir gerade nicht leisten als Komplett-Item. Doch, sollte ich aber als nächstes machen. Schaden habe ich aber... Nee, ich nehme Schaden mit. Damage, immer Damage. Wird, wie gesagt, Liandris bauen, danach ein Hourglass, um halt zu überleben. Ne, dass nicht so ein hässlicher Ulti von Gangplank mich aus dem Leben reißt, obwohl ich das eigentlich hätte locker überleben können. Ja. Interessanter Bild von dem Sein. Na, ah, er geht tanky. Bye bye, Göttlin! Boah, Alter. Und das meine ich, wenn die Vision nicht da ist, dann ist. Aua. Gott, machen wir viel Damage, ey. Ja, Brand, absolutes Top-Tier-Pick, meiner Meinung nach jetzt. Der Schaden, den er jetzt rausknallen kann, mit diesem Buff, der sehr knackig ist. Wie man es ja hier gerade sieht an dem Gameplay. War der nötig, der? Naja, man hat ihn ja kaum gesehen, ne? Von daher ist das ja schon was, was durchaus ihnen helfen soll, auch wieder mehr in Erscheinung zu treten. So, hier, kurz einen Doppelstun gemacht. Aber ich kann jetzt hier auch gerade die gegnerischen, die Jungle Camps farmen, um noch schneller ranzukommen. Bye bye! Oh, wer hat diesen Schaden gemacht, ey? Von Brand. Der ist echt super stark gerade. Ja. Was soll ich dazu sagen? Brand ist halt einfach ein Monster jetzt gerade, gell? Und irgendwie ist es lustig, seine Gegner einfach mal in die Luft zu jagen mit Feuerspells. Hab gleich meinen Liandris und. Ich komme so lang. Oh. Bye bye. Bye bye. Oh, herrlich, ey. Da nützt es auch nicht, eine Zitrusfrucht zu essen, denn durch Morello hast du keine Heilung einfach, mein lieber Pirat. Ne, das gibt's halt dafür, wenn man seine Ultis einfach nur reinschleudert. Um Kills abzustauben. Dann gibt es halt sowas. So, Liandry ist am Start. Will ich haben. Weil nochmal ein verbesserter Effekt natürlich durch, dass Liandrys auch wieder mit 4%. Oh Gott, das ist so viel prozentualer Schaden. Ich meine, das sind jetzt auch nochmal wieder 4%. 16% auf Brand. Holy Nugget. Das ist eine Menge. Gut, ich werde mich zum Blue Buff bewegen. Kann ich gut gebrauchen. 40% Cooldown Reduction. Ist sehr ordentlich. Und dafür, dass ich hier extrem gefüttert bin, haut das natürlich dann noch umso mehr rein. Ja. Ah, wir kommen dazu. Oh. Einfach nur mal Ulti rausknallen hier. Hopp. Ach, Talir. Meinst du, dass es was bringt? Kein Problem damit, den abzugeben, mein Summoner-Spell. Wenn es einen Kill denn gibt. So, aber trotzdem machen wir meiner Meinung nach noch nicht genug aus unserem Lead. Weil die Gegner hier auch noch irgendwie links, rechts, vorne, hinten lang gehen und machen, was sie wollen. Das muss definitiv aufhören. Wir könnten das durchaus verhindern, wenn wir dann diesen Drachen bekommen, weil Regeneration out of combat, wenn wir einen Teamfight gewinnen und wir sind recht low, dann regenerieren wir halt jede Menge HP wieder da.
Und das dürfte uns durchaus helfen. So, es gibt jetzt wieder den doppelten Stun. Ja. Und der Drache explodiert für 800 Damage, ey. Das ist so gestört. Für was der Damage auch bei den Monstern anrichtet. Wie gesagt, Spiel Brand. Ich glaube, dass der... Ich könnte mir sogar echt vorstellen, dass der genervt wird. Zumindest in irgendeiner Hinsicht. War ein bisschen überflüssig, da den Ulti zu zünden, aber... Letztendlich killt er. Und von daher ist es vernünftig. Ich wollte halt auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich meine Spells daneben knall, so wie die ganze Zeit davor auch. Aber wir haben den Drachen. Das heißt, wir haben Out of Combat Regeneration. Ja, die setzt auch gerade ein. Heilt uns um ein paar Punkte. Na, wir gehen jetzt hier mal den langen Weg einmal rum. Und trotzdem kriegen wir nichts auf der Map gerade hin. Die Tristana, die kommt da. Der Speer noch trifft. Ah, ich fühle mich gerade ein bisschen zu low. Ich fühle mich gerade ein wenig zu low, um da teilzunehmen an dieser Clown-Fiesta. Dementsprechend einmal zurück in die Basis. Ring verkaufen, denn dafür kann ich was Besseres kaufen. Ich kaufe mal ein paar Stats dazu. 40% Cooldown Reduction ist okay, aber ich kaufe mir lieber ein paar Stats dazu, die ich zumindest jetzt ein bisschen hochfarmen kann noch. Dass ich ein bisschen mehr Armor kriege, dass mir die Caitlyn nicht so auf den Sack geht. Dann stelle ich mich jetzt hier hin. Keine Ahnung, was die da macht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die da macht. So, jetzt lass mal pushen hier. Oder Baron gehen. Pushen oder Baron? Wir sollten das mal checken. Ich lass Sion mal vorgehen. Die sind mir nämlich viel zu lange weg hier gerade. Wir machen jede Menge prozentualen Schaden. Meine Spells nehmen, weil ich gehuckt wurde. Ah! Menno! Ah! Der Thrash, ey. Ich hoffe gleich noch eine Quicksilver-Sash, wenn es so weitergeht. Ja gut, wir haben es rausgereizt. Immerhin haben wir dadurch ein paar Spells noch von denen abgegriffen. Ah! Damn, da war der Schaden zu hoch. Was hat mir denn hier? Ja, nur AP-Schaden. Der hat einen Sunfire Cape. Wie viel Schaden hat mir der Sunfire Cape gemacht? Ah, steht nicht. Gut, macht ja auch eigentlich nicht viel. Zumindest nicht hier im späteren Verlauf. Okay, trotzdem. Vorsicht. Oh Gott. Die Camille geht rein. Oh, da kommt der Ulti! Rip. Oh, das ist low. War drauf. Und damit ist bye bye. So,
Sehr schön. Das ist ja die Sache. Wenn ich Schaden machen kann, dann zerreißt es die Gegner. Komm, vollkommen. Und ich kann mir gleich noch mein Hourglass leisten. Sehr schön. Dadurch kann ich dann zumindest so einen Hook oder irgendein All-In oder was auch immer dann richtig leicht mit aus dem Weg gehen. Oder sich halt sterben durch irgendeinen Spell. So. Genau. Einfach back gehen. Ich würde gerne shoppen. Hier, ich nehme noch ein paar kleine Minions mit. So. Hourglass ist am Start. Hilft mir schon mal sehr. Und da gibt es als letztes Item noch ein Void Staff. Weil der Schaden muss verteilt werden. Die dürfen dagegen keine Resistenzen bauen. Und das machen sie zum Teil gar nicht. Nee. Nö, Quicksilver Sash ist vernachlässigt. Kann ich vernachlässigen. Spectre's Call. Aber trotzdem eskaliert halt gut mit Magic Penetration, weil seine Werte eh nicht so hoch sind, was AP-Schaden angeht. Ne, das sind hier geringe Werte. Ne, 0,6 oder sowas und 0,4 teilweise. Da kann man durchaus ein bisschen mehr schöpfen, wenn man halt ein Void Staff baut, statt ein Revenants. Okay. Na? Oh. Flash rausgekitzelt, nur für mein Ulti. Oh! Reingegangen den Schritt in den Ulti. Der hätte nicht reingehen sollen. Machen die nicht. Die haben gar kein Damage dafür. Womit sollen die den machen? So. So, dann hol ich mir noch Blue Buff und dann kann die Party hier richtig starten. Dann habe ich nämlich ein unendliches Mana-Forum. Wovon ich mir... Oh, schön. Haben die auch nochmal die Talia auseinandergerissen. Sehr schön. 32 Minuten Game. Eigentlich hätte das auch schon nach 20 Minuten vorbei sein können. Theoretisch. Ah, hier, können wir machen. Oh, jetzt bin ich der Ulti. Holy shit, das ist einfach explodiert. Oh Gott, sie konnten nichts dafür. Sie standen einfach geklustert auf der Stelle und sind einfach explodiert. RIP. Einfach nur RIP. RIP Caitlyn. Hör damit, Lane, räumen die gerade auf, die Minions. Können wir hier weitergehen? Und! Bye bye! Flashback. Really? Hourglass! Ah! Ah, Hourglass! Ah, und jetzt hauen sie uns nieder. Wie greedy wir da waren. Wie lange wir da bleiben wollten. So, ich werde mir mal was zu trinken einschenken. Kann jetzt hier noch ein bisschen warten. Aber letztendlich habe ich auch jetzt mal einen finalen Bild, glaube ich.
Obwohl 100 Goldstücke noch fehlen. Meine Ulti. 5 Sekunden noch auf Cooldown gewesen. Trotzdem habe ich sehr, sehr gute Stats gerade. 15, 4, 10. Einfach nur, weil die Gegner explodieren. Okay, gegnerische Inhibitor kommt wieder. Das heißt, das Game ist immer noch nicht vorbei, ey. Aber, glaub mal mit dem Void Staff. Oh yeah. Da kommt einiger Schaden durch. Oha. Ja, die sollen eigentlich recht vernünftigen Damage haben. Oh. Aber die Camille weiß auf jeden Fall, wie man zu spielen hat. Ah, sehr schön. Ja. Ein Tick früher, glaube ich. Ein Tick früher mit dem Redemption. Und es hätte gereicht. Oh. Einfach verbrannt wieder. Was sind diese 4% Damage, ey? Die Caitlyn. Quatsch, die Caitlyn, die Nida. Rennt hier rum und wir verfolgen die. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Oh, in der Top-Lane pushen die Minions, wie sonst was. Der Thresh, er hat aufgegeben. He gave up on existence. Bumm. Okay, einmal kurz einkaufen. Und dann beende ich jetzt auch mal endlich das Game hier. Meine Güte. Das geht ja lange. Wir können auch noch den Mann hier. For trolling around. Ich reporte mich gleich hier, warum ich euch nicht von Anfang an schon den Nexus niedergebrannt habe. Das ist der Grund. So. Alter, fall da. Button Damage. So, hier einmal mitnehmen. Kann durchaus nützlich sein, so ein bisschen mehr Movement Speed zu haben. Oh, da geben wir den. Da geben wir den Elderdrachen noch ab. Gut, macht das Game noch ein bisschen interessanter. Aber Camille ist gestorben. Nicht gut. Warum ist das Game jetzt immer noch nicht vorbei? Weil die Nida einfach nur mit dem Speer den Elder holt. Und das Game ist immer noch nicht vorbei. Ich komm nicht ran da! Bin hier perma geslowt gerade.
nochmal den Hook. Was waren das wieder für 5 Milliarden Schilde? Huiuiuiui. Was ist das für ein Game, ey? Das Game hätte schon längst vorbei sein sollen. Müssen. Ich kann nichts Besseres kaufen. Mein Hourglass bisher nicht benutzt, aber ich habe auch nicht gedacht, dass er nochmal einen Hook widersetzen kann. In der Zeit. Ich kann nicht mehr stärker werden. Nee. Es ist die beste Item-Kombo. Hourglass kannst du natürlich verkaufen noch. Oder kann man verkaufen. Wenn man zum Beispiel mit Loons Echo arbeiten will. Aber ich glaube, das mache ich mal. Mal gucken. 505. 709. Aber dafür skaliert er halt nicht so krass mit M. Ach komm. Alles oder nichts. Rabidance, Deathcap, jetzt auf Brand. Wir wollen jetzt die Gegner richtig in Flammen legen. Und mit dem Void Staff zusammen und den ganzen anderen. Uiuiui, das ist schon eine Menge. Und der prozentuale Schaden plus 10%. 26%. Plus nochmal die 4 von 30% Damage verbrennen die jetzt. 30 freaking Prozent. Ein Drittel der Leben. Dafür, dass sie das einfach nur nebenbei über 4 Sekunden. Einen krasseren Dot kriegst du halt nicht im Spiel, ne? Dodger, den wir da rausgehauen haben. Gut. Alter, Lia hat es ganz schön zerrissen gerade. Was hat mir so viel Schaden gemacht? Habe ich eine Auto-Attack bekommen? Vielleicht von Kate oder sowas? Ein, zwei Stück ins Gesicht bekommen? Weiß ich nicht genau. Weiß nur. Ah, ist das jetzt so worth it, hier stehen zu bleiben? Holy shit! Nee! Alter, nee! Das kann nicht sein! Und ich bin weggeflasht, weil ich Schiss hatte, dass ich einen Pounce abkriege. Ah, jetzt habe ich meinen Flash dadurch benutzt. Gut, aber der Thresh ist auch im Eimer. Dann liegt jetzt nur da. Ich mache jetzt nur mal meinen Ulti. Was für ein Gameplay, EA. Was für ein Gameplay. Holy, ey. Ah, warum habe ich Barrier nicht benutzt? Ich habe eindeutig D gedrückt. Warum habe ich nicht Barrier benutzt? Willkommen bei diesem Bonobo-Gameplay. Hätte ich mal Hourglass gehabt. Oh, Baron kommt gleich wieder. Es ist ein 51-Kill-Game, ey. 20 Kills bisher gemacht. Die Spells, die knallen so rein. Ich habe leider keinen Flash. Wodurch ich sehr anfällig bin für einen Hook. Wenn ich gehookt werde, bin ich tot. Also wenn da noch kein Teamfight offen ist und ich nicht verteidigt werde oder so. Janna könnte Mikaels bauen, weil... Nee, könnte sie nicht. Braucht nicht. Braucht nicht. Das ist Quatsch. Nein. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Papa kommt. Papa ist unterwegs, um Schaden zu machen. Camille hat Teleport. Habe ich verstanden. Machen die den? Oh, machen die nicht? Hm.
Oh, da verbrennen sie alle. Alle wieder mal verburnt. Und Flay in das Dingens, ey. Meine Güte. Komm, ich beende das Game. Oh Gott, ey. Gut, das war 4 gegen 5, aber teilweise hätte ich gar nicht sterben müssen, wenn ich das nur ein bisschen besser gespielt hätte. Aber ich glaube, dass ich das trotzdem ganz vernünftig gemacht habe. Ich meine, die Stats geben mir dann, glaube ich, da recht. Und ich glaube, auch der Schaden sollte mir recht geben, oder? Wenn ich mir mal den Schaden angucke. Ja, der Schaden ist GG. Ne? Talia hat zwar auch so viel Schaden gemacht, aber ich glaube, dass wir den ein oder anderen Teamfight durch ein richtig krasses Feuerblazing-Power... Ich meine, die anderen haben auch mehr Schaden gemacht, ne? Von daher haben wir gut gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Was ist das für ein Damage von der Janna gewesen? Nicht schlecht. Gut, wie gesagt, Brand top-notch gerade. Würde ich auf jeden Fall jetzt wieder zu den besten Picks bringen. Vor allem auch auf der Support-Position, Leute. Support, Damage, Brand ist wieder da. Und jetzt richtig, richtig stark. Ich glaube, dass sie den wieder nerfen werden. Müssen sie, glaube ich, weil der Schaden ist dann doch schon echt krass. Vor allem auf der Support-Position, wo man nicht viele Items zur Verfügung hat. Und ich glaube auch, wenn die LCS losgeht, wird Brand sehr, sehr häufig vertreten sein, bevor er dann danach wieder genervt wird. Also, nutzt es aus, Midlane oder in der Botlane als Supporter. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen zu einem kleinen Livestream-Video mit, wie gesagt, Luna Peruna. Ne, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Hier morgen habe ich ein kleines Date. Und möchte auch nochmal Danke an dieser Stelle an Luna Peruna. Das ist eine Streamerin. Könnt ihr mal auf Twitch suchen. Die hat gestern meinen Stream geradet und hat Liebe verstrahlt. Ne, überall in dem Chat. Und lieben Dank dafür einmal. Und morgen spiele ich zusammen mit ihr eine Runde League of Legends. Und dann werden wir auch nochmal nach PUBG gehen, denke ich mal. Und ja, ich bin gespannt, was ihr von so einer Stream-Kooperation haltet und wünsche euch einen schönen Tag hier. So, Leute, das war's jetzt. Jetzt wirklich Ende Cut. Tschüss.